Ja, guten Tag. Ich glaube, wir können zu Recht davon sprechen, dass das größte Versagen der Großen Koalition in der Europapolitik liegt und die Krise in Europa und insbesondere in der Eurozone heute völlig offensichtlich wird. Wir haben nach wie vor wachsende Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere in den Südländern, aber auch in Italien, von über 30%. Wir haben unausgeglichene Leistungsbilanzen, eine Zunahme der Verschuldung, gigantische Staatsverschuldung in manchen Bereichen. Die Verwüstungen der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte wird heute immer mehr offensichtlich. Statt aber einzugestehen, dass die Austeritätspolitik gescheitert ist, wird sie unter dem Motto fortgesetzt: Wir haben zwar die falsche Medizin verordnet, aber davon nehmen wir jetzt die doppelte Menge. Wir sind überzeugt, Privatisierung, Sozialkürzungen und Angriffe auf die Rechte der Beschäftigten sind kein Ausweg aus der Krise in Europa. Es wäre aber dringend notwendig, einen solchen Ausweg zu suchen. Was Europa dringend nötig hat, ist eine Ausgleichsunion. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass die Widersprüche bei einer einheitlichen Währung unterschiedlich starke Länder mit unterschiedlich starken Überschüssen oder Defiziten auf die Dauer nicht funktionieren kann. Hier muss der Weg einer Ausgleichsunion gefunden werden. Wir müssen praktisch dafür sorgen, dass es eine wirtschaftspolitische Angleichung gibt. Dazu wäre der Mut erforderlich, ein europaweites Investitionsprogramm aufzusetzen zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit und der Jugendarbeitslosigkeit, Kampf gegen Steueroasen. Wir brauchen dringend eine europaweite Vermögensabgabe für Millionäre und Milliardäre. Grundvoraussetzungen für Wachstum und Beschäftigung. Was in der ganzen Debatte untergeht: Wir brauchen dringend eine Koordination der Lohnpolitik. Wir leben in Deutschland dramatisch unter unseren Möglichkeiten und wir werden die hohen Leistungsbilanzüberschüsse, die die Verschuldung der anderen Staaten ausmachen, nur abbauen können, wenn bei uns die Löhne erhöht und mehr Geld in öffentliche Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge investiert wird. Hier hat die Bundesregierung gewaltige Versäumnisse. Wir leben heute schon auf Verschleiß der zukünftigen Generationen. Es fehlt der Mut, im eigenen Land gegenzusteuern und damit auch die Probleme in Europa nachhaltig zu lösen. Das gibt eine gerade Linie zu den Versäumnissen bei der Sozialpolitik und bei der Beschäftigung im eigenen Land. 10 Jahre nach der Agenda 2010 feiert die Bundesregierung angebliche Erfolge. Aber wie sehen die aus? Wir haben zwar einen hohen Beschäftigungsgrad, aber die Zahl der Arbeitsstunden ist gegenüber den letzten 13 Jahren nicht angestiegen. Wir haben eine Verfestigung der prekären Beschäftigung und wir haben circa 1/4 der Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen und 1/3 in prekären Lebensverhältnissen. Unsichere Arbeits- und Lebensverhältnisse sind fester Bestandteil des flexiblen Kapitalismus geworden. Und wenn die Bundesregierung vom Jobwunder spricht, dann verdrängt sie, dass für die meisten das Wunder darin besteht, in unsicheren Verhältnissen zu arbeiten und am Ende des Monats nicht mehr zu wissen, wie man über die Runden kommt. Offensichtlich will Frau Nahles sich mit dem Mindestlohn zur Ruhe setzen, aber dafür taugt er definitiv nicht. Auch der bestehende Mindestlohn reicht nicht aus, um eine auskömmliche Existenz zu sichern, geschweige denn eine lebensstandardsichernde Rente anzusparen. Und es wird völlig verkannt, dass die meisten Menschen nicht 45 Jahre am Stück arbeiten können, sondern gerade die prekären Arbeitsverhältnisse, insbesondere bei Frauen, dazu führen, dass sie definitiv in die Altersarmut gehen, ebenso wie auch Durchschnittsverdiener und Durchschnittsverdienerinnen. Beim Kampf gegen unsichere Arbeitsverhältnisse, Armut und im Kampf gegen wachsende Ungleichheit hat die Bundesregierung definitiv versagt. Wir sagen, es ist dringend erforderlich, die sachgrundlosen Befristungen zu verbieten
Und wir brauchen einen Stopp der Leiharbeit. Das heißt, dass ab dem ersten Tag der gleiche Lohn bezahlt werden muss. Und wir sagen sogar, für die Flexibilisierung der Leiharbeit müssen die einen Lohnzuschlag von 10% bekommen. Wenn das der Fall würde, würde im Übrigen die Leiharbeit sofort zurückgehen. Wir erleben, dass die Verarmung der Erwerbslosen in der Bundesrepublik dramatisch zugenommen hat. Und alle Untersuchungen bestätigen, dass sich Erwerbslose, Langzeiterwerbslose, 4 von 9 notwendigen Gütern in der Gesellschaft nicht leisten können. Und die dramatische Zunahme der Sanktionen bei Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen hat sogar die Gerichte aufgebracht. Das Sozialgericht Gotha lässt das Hartz-IV-Sanktionsregime sogar vor dem Bundesverfassungsgericht überprüfen, weil es dadurch die Menschenwürde verletzt sieht. Wir sagen, die Sanktionen müssen dringend weg als ein erster Schritt zur Abschaffung von Hartz-IV. Ein besonderes Versäumnis der Großen Koalition und darin auch der Sozialdemokratie besteht darin, dass sie auf jede Gerechtigkeit bei der Steuerpolitik verzichten. Besonders deutlich wird das bei der Reform der Erbschaftssteuer. Die Regierung ist eindeutig auf der Seite der Reichen und Vermögenden. Omas kleines Häuschen wird zwar versteuert, aber vom Erbe einer Immobiliengesellschaft bleiben 26 Millionen steuerfrei. Dadurch nimmt die Gerechtigkeitslücke zu. Die Sonderbehandlung der Erbschaften und von Unternehmenseigentum muss dringend beendet werden. Die Bundesregierung verweigert hier jeglichen Zugang zu mehr Steuergerechtigkeit und nimmt sich dadurch alle Reformspielräume für die Zukunft. Ja, 2 Jahre vor der nächsten Bundestagswahl fanden wir, ist es an der Zeit, eine schwarz-rote Bilanz zu ziehen. Finde, das kann man in einem das kleinen 3x3 exemplarisch zusammenfassen. Die fast 2-jährige Bilanz von Schwarz-Rot ist eine Bilanz von sabotierten oder ignorierten Zukunftsbaustellen, vom sozialdemokratischen Einknicken und von Unterlassungssünden. 3 große Zukunftsbaustellen, die von Schwarz-Rot ignoriert bzw. sabotiert werden. Das ist zum einen der Kampf gegen die wachsende braune Gewalt und der Einsatz für Willkommenskultur. Wir erleben, dass rechter Kulturkampf erschreckend Aufwind hat und der braune Mob zunehmend unverhohlener wütet gegen Polizisten wie Menschen, die in Not hierher flüchten müssen. Anstatt jetzt an einem breiten Bündnis für eine Willkommenskultur mitzuwirken, ist Schwarz-Rot vor diesem Geist gewissermaßen auch eingeknickt, hat das Asylrecht mit verschärft. Wir wollen an dieser Stelle auch eine ganz konkrete Forderung erheben. Es braucht deutlich mehr sozialen Wohnungsbau. Das ist eine Maßnahme, die sowohl Menschen mit niedrigen Einkommen, die schon lange hier leben, hilft, wie aber auch bei der dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen helfen könnte. Anstatt mit aller Energie gegen den erstarkenden neuen braunen Terrorismus sich jetzt aufzustellen, haben wir den Eindruck, dass man der Bundesinnenminister sich eher mit kritischen Netzjournalisten auseinandergesetzt hat und gegen die auf rechtswidrige Art und Weise vorgegangen ist. Zweite Zukunftsbaustelle, die sabotiert wurde, ist der Einsatz für Klimagerechtigkeit und für eine Energiewende. Wir erleben das. Die zunehmend extremen Wetterlagen sind auch nur ein Anzeichen für das, was alles an Klimawandel auf uns zukommen wird. Dieser trifft bekanntermaßen die ärmsten Länder, aber auch in diesem Land die ärmeren Bevölkerungsschichten besonders. Hier täte Not alles in die Wege zu leiten, um eine Energiewende voranzubringen, aber dies im Gegenteil von Gabriel ausgebremst wurden. Und dritte Zukunftsbaustelle, das ist die Euro-Krise. Hier setzt Schwarz-Rot weiter auf die neoliberale Dreifaltigkeit von Sozialkürzungen, Angriff auf Beschäftigtenrechte und Privatisierung. Aber diese Medizin hat sich bereits als falsch erwiesen. 3 Beispiele für sozialdemokratisches Einknicken. Zum einen beteiligt sich die Sozialdemokratie auch an einem Angriff auf Grundrechte. Dafür steht zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Beim TTIP handelt es sich um einen Angriff auf soziale und ökologische Standards, aber auch auf die Demokratie. Und anstatt hier, wie die Gewerkschaften, an einem breiten Bündnis gegen solche Abkommen sich zu beteiligen, wirbt Sigmar Gabriel munter für dieses Abkommen. Und das dritte Versagen
Versagen der Sozialdemokratie ist der Einsatz für eine friedliche Welt. Die Sozialdemokratie unter Sigmar Gabriel hat offensichtlich den Falken, also den Kräften, die auf Militarisierung setzen, nichts entgegenzusetzen. Dabei hätte es der Wirtschaftsminister in der Hand gehabt, entsprechend die Rüstungsexporte und Waffenexporte einzuschränken. Und Rüstungsexporte sind, da am Ende jede Waffe sozusagen den Krieg findet, auch sozusagen eine der Fluchtursachen. Und drei Unterlassungssünden, die Bernd Rixinger schon benannt hat, nochmal in aller Kürze. Man könnte etwas tun zur Stärkung sozialer Rechte. Da wäre ein erster Schritt die Abschaffung der Sanktionen für gute Arbeit, zum Beispiel durch die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und drittens für Umverteilung durch eine ordentliche Erbschaftssteuer. Nun halten wir es als Linke nicht so viel von Kopfnoten, aber da die Bundesregierung sehr gerne bei anderen Regierungen immer danach fragt oder denen auferlegt, dass sie doch ihre Hausaufgaben machen will, haben wir dann doch mit einem gewissen Augenzwinkern es uns nicht nehmen lassen, eine Art mündliches Zwischenzeugnis für die Social Medias erstellen zu lassen. Und dieses würde für die drei Regierungsparteien womöglich wie folgt ausfallen. Zur CDU ist zu sagen, auf kritische Fragen reagiert sie autoritär und unterbindet diese, notfalls mit Hilfe von Staatsanwälten. Kleinere Mitschüler werden eher drangsaliert und gegenüber dem Austauschschüler aus der USA ist man sehr rückgratlos und lässt diesen freiwillig bei Diktaten abschreiben. Die SPD zeigt bei mathematischen und sozialen Problemen keine Eigeninitiative und beteiligt sich auf dem Schulhof an der Überwachung, zum Beispiel aktiv bei der Vorratsdatenspeicherung. Die CSU zeigt ein sehr fragwürdiges Sozialverhalten. Den Unterricht stört sie mit rassistischen Rufen von den hinteren Bänken. Eigeninitiativen entwickelt sie nur bei dem Thema Auto, siehe Maut. Und bei dem Thema Geschlechtergerechtigkeit verfügt die CSU offensichtlich über alterte Unterrichtsmaterialien. Unterm Strich können wir sagen, wenn es mein Zwischenbericht ginge, bei zentralen Themen wie Kampf gegen soziale Spaltung, Friedenssicherung, sozialökologischer Umbau oder dem Einsatz für Demokratie und Willkommenskultur können wir bei Schwarz-Rot keine überzeugenden Leistungen sehen. Ich möchte, da es ja auch ganz besonders meine politische Heimat betrifft, auch aus aktuellem Anlass noch was zu der zunehmenden Gewalt in Heidenau sagen. Wir finden, es ist jetzt ein besonders eskalierendes Beispiel dafür, wie der braune Mob mit neuer Unverhohlenheit wütet. Ich finde es auch vollkommen unangemessen angesichts der gewalttätigen Ausschreitung gegenüber Polizistinnen und der Angstkulisse, die da auch gegenüber Männern, Frauen und Kindern, die gerade eine traumatische Flucht hinter sich haben, aufgebaut wird, verharmlosend von Asylkritikern zu reden. Es handelt sich hier um braunen Mob, um braune Gewalttäter. Es ist erschreckend zu sehen, dass die sächsische Polizei offensichtlich komplett überfordert ist. Das ist auch ein Ergebnis der falschen Sparpolitik unter einer schwarzen Landesregierung in Sachsen. Und wir finden, gerade die Verantwortlichen müssen mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, Menschen, die hierher kommen, sind uns willkommen. Willkommenskultur ist auch deswegen so wichtig, weil jede konkrete Begegnung, sei es bei einem Fußballspiel oder einem Kleingartenverein, wo man gemeinsam ein Beet bestellt, sorgt halt dafür, dass aus einer anonymen Masse vermeintlich Fremder ganz konkrete Menschen mit konkreten Gesichtern und konkreten Geschichten werden. Ich persönlich will auch heute am frühen Abend nach Heidenau fahren, um mir die Lage selber vor Ort anzuschauen und auch um den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern, den man ja höchsten Respekt zollen muss, dass sie gerade in dieser gefährlichen Situation da vor Ort die Flüchtlinge willkommen heißen, da die Solidarität der Linken auszudrücken.